willkommen, dass ihr alle wieder in so großer Zahl hier heute Abend erschienen seid, um damit auch zu dokumentieren, dass augenscheinlich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Nein! Was ich anerkennen muss, ist aber, dass gestern Abend die Abstimmung zum Volksentscheid anders ausgegangen ist, als ich mir das erhofft hatte und wofür ich auch eingetreten bin. Nun bin ich nicht nur Privatperson Brigitte Dahlbender, sondern auch Vorsitzende vom BUND Baden-Württemberg hier in Stuttgart. Und deshalb habe ich mich schweren Herzens entschlossen, nicht mehr die politische Speerspitze des Widerstandes sein zu können und habe das Amt der Sprecherin heute abgegeben. Ich weiß, das enttäuscht euch alle sehr, es ist mir auch nicht leicht gefallen, aber, und das gebe ich euch allen mit auf den Weg, das ist nicht das Ende meines Engagements, denn wir haben noch viele Punkte vor uns. Und da werde ich euch nach das Planfeststellungsverfahren auf den Fildern ist ja noch nicht mal offengelegt. Und unsere Klagen beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim stehen auch noch aus. Und natürlich werde ich mit aller Kraft und auch mit meinem Verband und seinem Fachwissen im Hintergrund weiter an diesen Punkten arbeiten und da auch euch und die Bewegung nach allen Kräften unterstützen. Dass der Sieg von gestern sehr schnell sich als Pyrrhus-Sieg erweisen kann. Denn diese Abstimmung wurde unter anderem mit einem wichtigen Argument, denke ich, auch so entschieden und vorangetrieben, dass gesagt wurde, es kostet nicht mehr als 4,5 Milliarden und die Beteiligung des Landes wird sich nicht erhöhen. Das nach den Andeutungen heute von Grube und Dietrich und spätestens nach der Offenlegung des Planfeststellungsbeschlusses auf den Fildern wird sich als obsolet erweisen. Und dann wird die Bahn das Land verklagen, mehr zu zahlen. Und dann werden wir sie fragen, die Schmied und Schmiedels. Und sagen, ihr habt gesagt, es wird, kostet nicht mehr und werden sie beim Wort nehmen. Und auch da werde ich euch nach Kräften unterstützen. Also, ich bin nicht mehr eure politische Speerspitze, aber wann immer ihr mich braucht, bin ich da und unabhängig davon werde ich an den Sachthemen natürlich weiterarbeiten. Lasst mich euch noch eine Botschaft auf den Weg geben. Guckt nicht nur auf das Abstimmungsergebnis, sondern schauen Sie und ihr alle auf das, was diese Bewegung schon jetzt geschaffen hat. Die erste Volksabstimmung in Baden-Württemberg und das mit einer so hohen Beteiligung, dass niemand mehr an die Absenkung oder besser noch Abschaffung des Quorums vorbeikommt. Das Signal, das ausgeht, ist auch, dass Großprojekte nie wieder so wie Stuttgart 21 geplant werden können. Und mit diesem Volksentscheid und mit der Auseinandersetzung um die Kosten haben Sie alle in der Projektplanung Ihre Unschuld verloren. Niemand kann mir sagen, wir haben von den Kostensteigerungen nichts gewusst. Und das wird die Projektplanung ein für alle Mal in Deutschland verändern. Und das habt ihr alle geschaffen. Und darauf kann man stolz sein. Und noch eines, ein dritter Aspekt. Ich finde, gerade diese Bewegung hat Stuttgart aus dem etwas trügen Dornröschenschlaf einer in Teilen manchmal etwas provinziell und wieder anmutenden Großstadt geholt. Was ihr geschaffen habt, was wir alle geschaffen haben,
bei diesen Demonstrationen, dieser Mischung, das hat keine Anti-Atom-Bewegung geschafft, keine Castor-Bewegung, diese gelebte Mischung aus Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt, aus Protest, aus Sachinformation und aus kulturellem Leben. Ja, welche Bewegung hat es schon geschafft, dass mehrere Romane und Krimis geschrieben wurden, Musicals, Theaterstücke und vieles andere mehr? Und ich finde, schon das ist jetzt ein großer Gewinn für uns alle hier in Stuttgart und in Baden-Württemberg. Noch nicht gelesen. Wie sagt man beim Fußball, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und wir werden uns noch hart auseinandersetzen, Planfeststellung auf den Feldern und die Kosten und die Leistungsfähigkeit des Kiepernhofes. Und deshalb seid guten Mutes. Ich bin nicht mehr Sprecherin, aber ich bin bei euch und unterstütze euch nach allen Kräften auch weiterhin. Und wenn ihr mich braucht, ruft mich, ich komme. Was ist für eine Privatfrage? Vielen herzlichen Dank für die Medaillenwender.